Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei Minecraft. Ja, weiter geht's. Wir bauen uns jetzt mal. Ah, hier habe ich eh schon eine MFE. Die werden wir noch brauchen. Dazu dreimal, viermal Diamanten. Haben wir ja noch jede Menge. Und Redstone brauchen wir auch jede Menge. Wir müssen ja mal schauen, dass wir mit unserer Sortieranlage da oben weiterkommen. Ich habe schon einiges vorgecraftet, aber. MFE habe ich noch nicht vorher gecraftet, dabei wollte ich eigentlich gerade machen, aber ich dachte, ach nee. Schnell eine Runde eingeschalten und die Leute sollen dabei sein. Ja, es haben auch einige abgestimmt, dass ich beim Bienenzüchten auch anlassen soll. Mal gucken, wie das so ankommt. Wirklich so eine gute Idee ist oder nicht. Mal schauen. Auf alle Fälle bei der nächsten Biene seid ihr noch dabei. Dann ja, machen wir mal richtig Bienen. Ich denke, das, was ich hier mache, ist alles richtig. Wenn nicht, ist auch egal. Machen wir halt Rohstoffe in Überfluss. Wie heißt denn das? Maschinenblock. So, den wird jetzt wieder natürlich lange brauchen, weil er kein Refinet Eisen hat, ne? So, jetzt haben wir ihn. So, dann war das irgendwie so, glaube ich, war das. Und die das auch. Genau, MFI und wir werden noch ein LV brauchen. Haben wir nicht, okay. Dann schauen wir ihn hier, LV. LV, wo bist du? Ah, da ist er. Kupfer, 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 dreimal Kupfer. So, Kupfer, 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 Kupfer und Holz, ne? So. Dann machen wir es gleich 4 Stück, 5 Stück. Ich weiß nicht, wie viel wir wirklich brauchen, aber ich mache einfach mal 5 Stück. Das MFE, das kommt hier rein. Ja, sollte von Anfang genügen. Wir gehen schlafen. So. Können wir endlich mal oben weitermachen. Ja, wie ihr gesehen habt, spiele ich jetzt auch auf dem öffentlichen Server, habe ich dort das Let's Play angefangen, also das Let's Play Together mit Phil. Modpack ist auch draußen, also jeder, der will, kann jetzt teilhaben an dem Let's Play. Natürlich wird dieses Let's Play hier weiterlaufen. Das bleibt halt in Singleplayer. Also hier seht ihr, ich habe die Farben schon gecraftet, wie gesagt. Einfach ein Eimer aus Teamplates. Dann bekommen wir die Eimer und die machen wir einfach einmal und einen leeren Pinsel rein, bekommt man die Farbe drauf. Einfach Stick und Wolle. Die Farben sind egal. Von den Wollen, weil man muss sowieso hier reinstopfen. Da machen wir hier gleich mal Farben drauf. Schauen wir mal, was haben wir für Farben. So, fangen wir an mit Rot, Orange, dann kommt meistens Gelb, Blau, Grün. So. Also hier Rot, Orange, Gelb, Blau. Eigentlich hätte ich andere Farben so nehmen, aber egal. Für was Grün kommt da noch? Ich habe hier ausgebaut ein wenig, wie man sieht. Und wir haben, ich glaube, hier Small Electric Engines. Die werden wir auch brauchen, weil wir müssen ja hier alles rausziehen. Die werden dann da unten platziert sozusagen. Ah. Wenn wir hier rumhüpfen, müssen wir das rausnehmen, damit wir nicht zu arg hüpfen. Das wäre natürlich doof, wenn wir die ganze Zeit hier wirklich mit rumhüpfen. So, da kommen dann die Small Electric Engines rein. 4 Stück mal. Einmal, zweimal, dreimal und viermal. Um die ganzen Sachen eben rauszuziehen. So, dann brauchen wir noch jede Menge Wundpipe, Goldpipes, Diamantpipes und so weiter. Das habe ich natürlich jetzt nicht bedacht. Aber das haben wir ja schnell. So, sind wir ja immer schnell zu Hause. Pipes müssten wir aber noch welche haben. Irgendwo in unseren alten Kisten müssen ja noch Pipes rumschlumpfen. Beispiel Gold haben wir da. Diamant und wir brauchen Stein. Mal sortieren hier. Boden haben wir. Ja, Stein noch ein paar und Cobblestone haben wir auch noch ein paar. Ach,
Was will man mehr? Automatic Wooden Pipes. Ja, nein, ja, nein, nein, nein. Ne. Was habe ich da gesehen? Also Sterling Engine, okay. Die Bombe auch nicht. Was haben wir noch? Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Pipes haben wir, da werden wir mehr brauchen. Ich brauche noch mal irgendwie. Da werde ich dann noch brauchen mit Alloy und Farben, aber das machen wir, ich glaube, später mal, wenn das Programm ein bisschen geplant ist, weil ich habe ja gesagt, dass wir nicht alles mit Computer können bauen. Ja, nehmen wir hier ein Stack mit, was gerade so rumliegt. Als, ja, wie nennt man das? Testblöcke. Dann schauen wir hier mal. Zwar, wir brauchen Wooden Pipes. Die kommen alle hier drauf. Zack. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ist gut. Dann muss das Ganze angesteuert werden. Beziehungsweise es braucht Strom. Das ist mal das erste Problem, was wir haben. Das heißt Strom. Hier müssten wir sowieso einen Keller runterbauen. So. Dann kommt hier mal Platz gemacht ein wenig. So, 1, 2, 3, 4, das passt. Du kommst mal kurz überlegen. Hier und hier, ne? Ja, passt. Das heißt, wir legen Stromkabel. Und zwar kommen die folgendermaßen verlegt. Hier noch eins tiefer. Dann kommt hier ein Stromkabel runter. So. Und hier eins runter. Und die verbinden wir wie? Ja, das ist die gute Frage. Ne? Wie verbinden wir die? Hier geht nicht. Das muss eins tiefer. Hier unten muss das verbunden werden. So. Genau. Und hier in der Mitte. Zack, kommt dann wieder ein LV rein. So, zack. Da müssen wir eh so einen kleinen Keller machen, das bringt eh sonst nichts. Hier ein LV, damit sich der Strom gleichmäßig verteilt. Und mal ein Aufgang hier. Zack. Steinhammer. Kommst du da hinten wieder rein? Ja, hier können wir ja Sprühschaum theoretisch reinmachen. Aber das braucht mein Geld nicht, das sieht ja so auch nicht so, na, so schlecht aus. So, warum ist die Musik weg? Die will mich nicht. Hallo Musik, wo bist du? So, jetzt ist wieder da. Genau, dann haben wir das da. Und, ja okay, jetzt hätte ich die Kabel mitnehmen können. Die Redbauer-Kabeln. So, hier mal die Sachen ablagern, was ich hier brauchen. Hatte ich nicht irgendwo zwei Solarzellen? Ah doch, hier, zwei Dorn Solarzellen. Ich habe auch wieder einige Crafting-Rezepte zu unserem Crafting-Table da unten hinzugefügt. Ich muss eh nach Hause, habe ich auf, ja. Zip. Das ist der Vorteil, da kommen relativ schnell nach Hause. Kann ich mal kurz zeigen, da haben wir wieder jede Menge neue Crafting-Rezepte drin. Hier, Seite 2. Da. Zum Beispiel eben Sterling Engine, damit wir die Electric Engine bekommen. Oder hier Solarzellen, die Advanced Solarzellen kommen auch noch dazu. Das mache ich einfach so nach und nach, wenn ich etwas brauche. Lege es mit rein, wenn wir es öfters brauchen. Jetzt habe ich wieder vergessen, was ich holen wollte. Genau, die Redbauer Kabel. Die haben wir, ich glaube. Da weiß, wie heißt denn die war, ja, okay. Ja, da haben wir blau, braun, orange, rot. Also wir hätten schon mal vier Farben. Fünf. Grün wäre noch gut gewesen, ne? Aber haben wir nicht so. Und davon ein bisschen. Und wir brauchen noch Bundled-Kabel. Na, Bundled-Kabel haben wir 26.
Hier haben wir sicher auch noch was drin. Wenn wir Red Bauer finden, ja, hier haben wir auch noch 16. Haben wir hier noch irgendwelche Farben, die wir nicht haben? So. Projektive nehmen wir gleich mit. Brauchen wir vielleicht. Das können wir mitnehmen. Und wieder ein paar Rohstoffe dort. So, plopp, rein da. Wieder runter. Komm, bist du runtergehen. So. Dann hier mal weg die Steine da. Die erste Reihe hier. Da dasselbe in grün. Bin gerade mal überlegen. Wir müssen hier dann. Ja, so wäre es auch gut gewesen, ne? Wir müssen das jetzt irgendwie mit Redstone auch noch verknüpfen, die ganze Sachlage hier. Blau ist da vorne gewesen. Ne, zuerst war rot. Das heißt, das wäre der rote. Hier war orange. Na, bist du. Rot, orange, gelb. Rot, orange, gelb. Was ist das? Rot, orange, gelb, blau. Okay. Ah ja, grün war ja dann für hinten gedacht. Und das Ganze noch mit Bundle-Kabel hier zusammenfügen. Hier unten ist ziemlich enge Baustelle hier. Aber echt mal mehr Platz hier. Sonst kommen wir da gar nichts weiter. So. So, jetzt verbindet sich der da auch normalerweise. So, so und so. Wenn ich hier dann später ein Kabel wegkriege, am besten mittig. Ja, es wird schon gehen. Ich hoffe, das verbindet sich hier auch wirklich so. Boah, wird schon passen. Dann haben wir hier vier verschiedene Farben, weil wir ja vier verschiedene Truhen haben. Das wird alles separat gesteuert. Das passt, das passt, das passt. Dann müssen wir mal schauen, wohin gehen die ganzen Items. Und zwar schätze ich mal, werde ich hier, werden wir die Anlage bauen. Maserator. Ja, wir machen das mit Maseratoren zuerst. Zweimal Maserator kommt hier hin. Und also oben befüllen vorne raus. Und dann muss der hier raus. Kommt hier ein Induction-Schmelzer. Das ist ein Ofen dann. Genau, so machen wir das. Damit wir hier die Erze reinbekommen. So, komm mal den ganzen Schutt wieder raus, was wir nicht brauchen. So. Da kommt Diamantpipe. Das ist natürlich blöd. Das müsste man alles vorher schon aussortieren. Dann gehört das auf die Seite. Weil man muss ja die ganzen Erze und das alles im Vorfeld aussortieren ein wenig. Wir haben wir jetzt? An Erzen haben wir. Ja, wir haben die Standarderze. Und wir haben dann auch noch andere Erze, aber die haben wir nicht so viel. 8 gehen in ein rein, ne? Okay, das geht ja aus. So. Dann kommt. Hier und hier eine Diamond Pipe hin, wo dann sozusagen die Erze raus sortiert werden. Ja, wohin gehen die Erze danach? Dann hier vorne kommt wieder eine elektrische Pipe hin. Könnten wir eigentlich Redstone Pipe nehmen, aber ich mache das alles elektrisch jetzt. Warum? Keine Ahnung. Gefällt mir einfach so. Kann man alles schön mit Computerkraft ansteuern, schön pulsen und so.
So, dann kommt da wieder Wundpipe. Zwei, dreimal, ja. Zwei, drei theoretisch. Hier habe ich vergessen, eine Electric Engine noch ein mit reinmachen. Zack. So, das müssen wir dann und wieder alles schön verknüpfen. Einmal, dann kommt zweimal und dann müsste gleich dreimal kommen. Gleich, da ist es. Genau, und hier könnten wir eigentlich wieder eine weitere Reihe machen. Ja. Wir haben wieder dasselbe Spiel in Grün mit Strom. Weil hier müssen wir aufpassen, wir brauchen hier noch mehr Strom. Also. Wir müssen ja hier auch noch. Da, mittig rauf. Die Öfen dann Strom geben. Also hier. Und hier brauchen wir auch Strom. So, und der letzte hinten braucht auch Strom. Der Ofen. Das machen wir dann folgendermaßen. Wenn wir hier ein Kabel hätten, was wir natürlich nicht haben, mal alles hier raus, du aus dem Inventar, wenn mich das stört, wenn das so viel im Inventar ist. So, hier kommt das Kabel so runter. Hier müssen wir dicht machen. Ey. Wer sagt, dass ihr dahin kommt? Zack. Und hier machen wir das ein bisschen Andreas. 1, 2, 3, hier wird mit 2 brauchen. Okay, das wird auch gehen so. Ich muss nur kurz überlegen, wie ich das am besten mache. Ja, so. So. Dann hier so. 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 Und da kommt wieder ein LV hin, der den ganzen Strom wieder aufteilt. Somit haben wir wieder schöne Stromquelle hier. Müssen wir aber aufpassen. Nee, okay, das geht nicht. Passt. Und hier können wir wieder runtergehen. Und hier fehlt natürlich dann auch noch der LV, der dann wiederum eigentlich hier oben sitzen könnte. Gucken wir mal. Wenn wir den LV hier. Oder wir sitzen hier rein, so. Wir müssen ja schauen, wir müssen mit allen Stromquellen auch zusammenkommen. So. Und so, das passt auch. Bräuchte man hier eigentlich nicht so viel, aber das passt zu E. Oder wir machen das ganz anders. Den da weg. Mal wieder zu der Stromquelle hier zukommen. Da brauchen wir auf alle Fälle drei. Hier brauchen wir eine starke Leitung hin. Und die haben jeweils 2, 4, 6, 8. Ja, das ist gar nicht so wenig, wie man glaubt. Lass mal hier den nach unten. So. Schlechte wieder mit dem Weg hier. Und dann kann man die zwei hier zusammenführen. Vorerst mal, das heißt, beide bekommen einen schönen Strom und sind zwei separat getrennte Kreisläufe. Und hier können wir dann ein MV reinsetzen. Beziehungsweise später dann die Badbox. Die MFI. So. Hier ein Gerät und hier ein Gerät. So, wenn der die Sachen hier rausholt, müssen die hier entlang. Hier kommt der Eisenpipe. Okay, das geht hier nicht ganz so aus wie gedacht. Hier.
Theoretisch so, das heißt aber, da müsste eins weg weiter. Und zwar muss der hier hin. Der Strom muss auch weiter hier hin. So. Aber ist ja kein Problem, den um eins zu versetzen hier. Genau. Damit wir hier mit den Rohren besser zurechtkommen. So. Bestellen wir jetzt schnell. Zweimal Eisen und Glas. Ich weiß jetzt nicht, wie das genau war. Außen, innen. I don't know. Deswegen bestelle ich jetzt gleich beides zweimal. Kann ich mir gleich anschauen, aber ich glaube. So war das noch. Genau. Eisen. Die kommt hier rein. Und die kann man jetzt zurechtdrehen, wie man sie braucht. Und zwar brauchen wir den Ausgang in die Richtung. Das heißt, alles, was von den Maseratoren rauskommt, soll eigentlich. Nee, das passt auch nicht. Das soll alles erstmal so machen. Alles, was hier rauskommt, hier nach unten gehen. So machen wir das. Eisen war. Eisen. Zack. Stein. Nee, hier brauchen wir Sandstone. Oder? Sand. Wie heißen denn die Pipes? Sandstone Waterproof Pipe. Nee, Sandstone Transport Pipe. Zweimal Sandstein. Also brauchen wir Sand. Zack. Sand. Sandstein hätten wir noch. Zweimal. Ist ja noch besser. Sparen wir uns das. Und wir brauchen noch Glas. Ja. Öffne. So. Einmal dich. Also Glas hätten wir eh noch gehabt, egal. Sandstone. Die macht nichts anders, damit sie sich nicht mit anderen Geräten verbinden. Hoffe ich halt. Genau. Sonst würden sie ja mit diesen Electric Engine connecten. Schätze ich mal die Pipes. Genau weiß ich jetzt auch nicht, aber ich denke mal schon. Zwar soll das ja hier runter gehen, weil ich will ja vorher noch einmal zwischenlagern das Ganze. Hier werden wir es dann irgendwo zwischenlagern und erst wenn wir wollen, dass wir wieder so eine Sache. Die Erze sollen hier rauskommen, dann werden sie am besten unterirdisch gelagert. Wir haben hier oben Platz für die Verarbeitung. Ja genau, dann machen wir ein Lager unterirdisch, ein kleines. Hier unten kommt dann ein kleines Lager hin, wo die Zwischenprodukte gelagert werden sozusagen. So, zack. Einfach Platz machen. Da kommen dann einfach Kisten hin, wo wir die sozusagen den Dust vorerst mal zwischenlagern. Und erst wenn wir die Rohstoffe brauchen, wird der Dust in den Induction-Schmelzer schnell zu Rohstoffen gemacht. Das heißt, wir können jederzeit Dust, aber auch fertiges Material bestellen, beziehungsweise wird eh automatisch dann gemacht. Aber wir können sagen, dass immerhin unser System von jedem Dust 32 da sein sollte, falls wir mal Dust brauchen. Warum jetzt auch immer, ist egal. Das ist einfach so und so will ich das haben. Muss ja nicht alles einen Sinn ergeben, aber es ist halt einfach mal ein bisschen Spielerei, wenn man so ein bisschen programmieren muss, dann mit den ganzen Programmen und so, wie man das alles handhabt, damit man ja nicht sofort immer alles fertig hat zu automatisieren. Das kann ja jeder, aber ein bisschen mit Bedacht machen das Ganze, ein bisschen mit mehr Technik und Anreiz und so. Dann machen wir hier ein kleines Lager. Die Frage ist,
Ja, wie groß machen wir die Kisten hier? Weil wir haben ja hier nur der Mann-Chest, oder? Ah, Eisen-Chest. Sind ziemlich groß, ne? Ja, okay. Das heißt, wir müssen hier auch aufpassen. So wohl das geht. Dass wir hier dann einfach entlang legen. Und da kommen dann einfach stinknormale Pipes drauf. 1, 2, 3, 4. Keine Ahnung, wie viele Kisten. Hier kommen Diamantenpipes drauf. Die einfach hier nach unten. Genau, alles passt. Sortieren, also stinknormal sortieren. Um die ganzen Rohstoffe zwischenzulagern. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir hier Schluss. Ich werde mir das Ganze noch überlegen, ein bisschen. Werde aber dieses Mal schon ziemlich viele Rohstoffe vorkräften, die wir noch brauchen werden. Also hier die ganzen Pipes und das alles. Ein wenig werde ich noch aufbauen, beziehungsweise überlegen, wie ich es genau machen werde. Und nebenbei dann auch schon mal schauen, das Computercraft-Programm zum Laufen zu kriegen, beziehungsweise schon mal anfangen zu programmieren. So, den lassen wir noch mal offen. Hier müssen wir eh offen lassen. Gut, und wie gesagt, schaut einfach mal auf öffentlichen Server vorbei. Alles dazu findet ihr im Forum. Ja, dann ciao Leute und viel Spaß. Bis dann.